Das hält bombenfest. So. Siehst du etwa, was da ist durch die Spiegelung in meinen Gläsern? Ich habe mir gerade überlegt. Du hast gerade zwei. Du darfst keine Tipps geben. Nein, hör auf, Tipps zu geben. Das wird das Internet am Ende entscheiden, ob ich dann gewonnen habe oder nicht. Nein. Mahlzeit. Schulte wird gewinnen. Was spielen wir heute? Wer bin ich? Wer bin ich? Und in welcher Kategorie spielen wir es? Also wir schreiben uns was auf die Karte, kleben uns auf die Stirn und zwar geht es darum, wer bin ich Menschen geht. Nein, manche Menschen. Welche nicht. Kategorie spielen wir? Berühmte Menschen. Menschen berühmt aus Funk und Fernsehen. Okay, let's go. Gib mir mal einen Stift. Nicht, dass das durchgedruckt hat, dass du schummelst. Das hält er auch so. Da brauche ich gar kein Doppelklebeband. Digga. Das hält bombenfest. So. Ich komm, ich mach die Augen zu, dann seh ich gar nicht mehr. Ja, guck, mach bitte die Augen ja, zu. Ja, hab ich ja. Er hat bestimmt schon nächste Zettel gesehen, Alter. Ja, natürlich. Weil ich kann nur ums Eck gucken, Alter. Ich bin Gogo Gadgetto Augen, Alter. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Gewonnen. So, jetzt geht's los. Bin ich eine Frau? Ja. Bin ich bekannt? Alter, er hat. Achso. Siehst du etwa, was da ist durch die Spiegelung in meinen Gläsern? Ich habe mir gerade überlegt, aber noch sehe ich nicht. Ich gehe nicht näher ran, ich kann es nicht sehen. Ansonsten sehe nur, dass ich einen Zettel habe. Ansonsten kriegst du Schelle wie Mila Superstar. Okay, ich bin eine Frau. Mich kennt man aus dem Fernsehen. Also, ich war schon mal im Fernsehen zu sehen. Ja. Bin ich hauptsächlich bekannt durch das Fernsehen? Ja oder nein? In erster Linie ja. Bin ich Deutsche? Nein. Okay, du bist dran. Bin ich Frau oder bin ich ein... Ich bin ein Mann. Ja. Bin ich David Hasselhoff? Falsch, nein. Das ist immer so ich bin dran. Bin ich aus Amerika? Ja. Aus den United States of America. Okay. Bin ich nicht nur bekannt, weil ich mal im Fernsehen war, sondern auch, weil ich Musik gemacht habe? Nein. Komme ich auch aus den USA? Nein. Ich bin dran. Verdammt. Bin ich in Hollywood bekannt? Ja, du bist da bekannt, ja. Okay. Bin ich noch... kennt man mich aus Filmen, die aus den letzten 5 Jahren stammen? Nein. Nein? Okay. Ist okay. Man weiß, was Bescheid. Bin ich ein Schauspieler? Nein. Du bist kein Schauspieler. Ich bin kein Schauspieler, okay. Vom Beruf bist du kein Schauspieler. Ja, aber ich... So. Ich hab Filme gemacht, bin weiblich Hollywood, aber nicht in den letzten 5 Jahren irgendwas gemacht. Lebe ich noch? Ja. Grad man so. habe ich einen Oscar bekommen? Nein! Was okay, du bist. mit dem Oscar hast du mich, ich wollte eigentlich gerade was fragen. Was? Bin ich... Musiker. Also, nein, du bist hauptberuflich kein Musiker. Okay. Hauptberuflich ist er kein Musiker. Nein, nicht hauptberuflich. Also Maras sagt, er macht ganz große Augen auf jeden Fall. Nein. Das werden wir gleich nochmal raus, wenn du sagst. Da muss ich mal genau hin. Hör mir mal zu. Ich habe doch gerade gesagt, hauptberuflich bist du kein Musiker. Du siehst ja, ich bin das, wofür man also ihn assoziiert, guckt skeptisch auf jeden Fall. Das, was man ihn assoziiert, ist nicht hauptberuflich. Das wird das Internet am Ende entscheiden, ob ich dann gewonnen habe oder nicht. Nein. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Also ich bin kein hauptberuflicher Musiker. Richtig. Also wahrscheinlich mache ich schon. Nein, du hast Nein bekommen, ich bin dran. Ja. Bin ich eine Kunstfigur oder bin ich, also es ist ein realer Name, also so wie ich auch im Pass stehe. Also, ist mein Name, den ich habe, ist das mein Passeintrag? Ist der Name, unter dem man dich kennt? Ich weiß nicht, ob bei dieser Person tatsächlich... Okay, pass auf, dann frage ich anders. Woher soll ich das denn wissen? Naja, pass auf, dann frage ich anders.
Nee, das war schon eine Frage jetzt. Ja, das ist der Name, so wie man ihn sie kennt. Okay, gut, dann darf ich weitermachen. Nicht, ja, das ist okay, dann darf ich weitermachen. Nee, Gundula Gause steht halt nicht. Hätte ja eine Kunstfigur sein können, weißt du? Deswegen frage ich, ob es der bürgerliche Name ist. Wer weiß. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich. Boah, das ist jetzt aber. Heißt sie wirklich so? Gleich mal in die Kommentare, also wenn es einen echten Namen gibt. Hä, wenn es einen echten Namen gibt? Oh, man weiß es nicht, man kennt diese Person nur so, wie sie da steht. Ich habe nur in Kinofilmen mitgewirkt. Nein. Okay. Wann? Nicht hauptberuflich Musiker, Alter. Es ist bestimmt so ein richtig dummer Mensch, der auch wie mal bei DSDS. Bin ich? Dieter Bohlen? Nein. Schade. Kennt man mich aus einer Sitcom, also aus einer Serie? Habe ich dunkle Haare? Musst du anders formulieren. Wechselnd oder was? Also habe ich. Okay, dann frag mich. Habe ich dunkle Haare? Muss ich anders formulieren? Dann stelle ich eine andere Frage. Formulieren. Ja, dann stelle ich eine Frage. Ja, du hast keine Antwort bekommen. Bin ich ein deutscher. Habe ich einen deutschen Pass? Nein. Du bist kein Deutscher. Also pass auf, du bist kein Deutscher. Ich mache nur noch so nebenbei Musik. So, du bist kein Deutscher. Ich bin dran. Okay. Du musst deine Frage, die du gerade eben mal gestellt hast, musst du nochmal stellen. Du hast gerade zwei... Du darfst keine Tipps geben. Hör auf, Tipps zu geben. Du kannst die Frage gerne noch stellen, aber es ist keine Sitcom, Digga. Ist doch okay, sag doch gerne. Spiel ich in einer TV-Serie. Ja. Weißt du, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin Peggy Bundy, was aber keinen Sinn macht, weil nämlich das ja nicht der richtige Name ist. Wir leben in so krass verschiedenen Blasen, wir beide so, Alter. Bin ich Schuld in seiner Bubble, Helmut in seiner ich Bubble. Kelly bin ich Peggy Bundy? Nein. Okay, da muss ich mich, glaube ich, mehr in seine Blase reindenken. Bin ich die Frau von Trump? Alter, ich bin der Typ. Dumm, okay, du bist dran. Nein, bin ich die Frau von Trump? Bin ich jünger als 40 Jahre? Nein. Okay, du bist dran. Ich bin ein Typ. Ich bin nicht Deutscher. Ich bin nicht hauptberuflich Musiker, aber irgendwie wahrscheinlich schon so bekannt mit Musik. Du hattest aber am Anfang, also nee, ich gebe keine Tipps, ist egal. Bin ich? Habe ich lange Haare? In der Regel so bekanntheitsmäßig. Das ist lang. Naja, länger als ich. Länger als du, sagen wir mal. Ja, unter deiner Mütze. Ja, länger als du unter deiner Mütze. Bitte definier doch mal kurz lange Haare. Nein, so länger als. Nein, länger so als lange Schultern. Haare. Nein, auf keinen Fall, nein. Okay. Bin ich Pamela Anderson? Behindertikus. Echt jetzt? Ja, Mann! Ja, wir wissen da jetzt drauf gekommen. Weil ich die überlegt habe, was ist eine Serie, aber mich kennt jede Sau in Hollywood. Und was ist eine Serie und ich bin älter als 40 und jetzt kam ich auf Pamela Anderson. Fertig, aus dem Haus. Wer bin ich? Guck mal nach. Guck mal nach. Gib mir mal schnell einen Tipp. Okay. Du bist todesbekannt im deutschen Fernsehen, bist aber schon tot und kommst aber nicht aus Deutschland. Oh. Ah. Oh. Ich bin, Der Typ, wie heißt er denn, Alter? Jo, hallo, willkommen in meiner Sendung. Wie heißt er denn? Ich bin auch Holländer. Ja. Mike Krüger hat ihn immer verarscht Mike bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ja, ich genau, 7 Tage, 7 Köpfe. Ja, wie heißt der? Ich komme nicht auf seinen Namen, Alter. Guck nach. Okay. Ich bin Rudi Carell. So. Okay, alles klar, Schulte. Komm, cheers nochmal ein... Einbrennen. Einmal Berliner Luft auf Ex. Ja. Mmh. Hallo an. Ciao.